Hallo, ich bin's, derjenige, der die ganzen Videos hier aufnimmt, und das Video besteht aus zwei Abschnitten. Der erste wird sein, wie der Wagen jetzt auf der A31 im Norden Deutschlands getestet worden ist. Von mir, da ist es flach, da kann man schön schnell fahren, dass die Fahrbahn okay ist und man sich nicht umbringt. Und die andere Aufnahme ist, als ich 2019 zu Gamescom gefahren bin auf der A6 in der Nähe vom Hockenheimring. Da ist es auch nämlich schön flach und da kann man auch gut fahren. Und beim zweiten Video habe ich den Ton rausgeschnitten, weil da ist Radio an und ich möchte nicht wegen Urheberrechtsverletzung hier umgebracht werden. Viel Spaß! Fiat Cinquecento versus E31. Wir bremsen mal kurz ein wenig runter auf, sagen wir mal, 100 km/h und dann geben wir Gas. So, ich hoffe, euch hat der kleine Vergleich gefallen. Ich denke, es ist genug der Quälerei an kleinen Automotoren. Der markanteste Unterschied ist, glaube ich, dass der Mo nach der Motorüberholung das Ding wesentlich schneller Gas gibt, vom Gefühl her als davor, und tatsächlich 5 km/h höher die Endgeschwindigkeit erreicht, was aber wiederum am Rückenwind liegen kann. Ich weiß es nicht. Danke fürs Zuschauen dieses Videos und wir sehen uns hoffentlich in den nächsten. Bis dann.